Herzlich willkommen zum Webinar im Rahmen der Staatfeld Innovationsreise Digital, Digital Health Interventions. Wir haben auf dieser Reise ein Webinar gehabt vor circa 2 Wochen mit Alexander Geisler als Einführung und dann nachher einen Workshop mit Sandro Rüttimann und Claudia Buck vor einer Woche, wo wir konkret geschaut haben, was es braucht, um von einer Idee zum konkreten Mockup zu kommen. Und heute geht es darum, ein konkretes Beispiel kennenzulernen aus dem Bereich Digital Health Interventions. Professor Dr. Tobias Kovac wird uns dies vorstellen. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Und ich möchte es nicht unterlassen, zuerst natürlich Tobias zu danken, der dieses Webinar hält und uns seine Erfahrung und sein Wissen teilt. Dann aber auch unseren Sponsoren, der Akademie St. Gallen, St. Galler Kantonalbank, wie auch der BG Ost, ganz herzlich zu danken für ihre Unterstützung, wie auch der DGS, DocGus Systems AG. Tobias Kovac ist Assistenzprofessor für Digital Health an der Universität St. Gallen und wissenschaftlicher Direktor des Centers for Digital Health Interventions. Dies ist eine gemeinsame Initiative der ETH Zürich und der Universität von St. Gallen. Also wir haben einen ausgewiesenen Experten in diesem Bereich und ich freue mich, dir jetzt das Wort zu übergeben. Bitte, Tobias. Danke, Peter. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich starte gleich mal das Screensharing hier und hoffe, dass das so gut funktioniert wie vorhin auch schon. Prima, so. Jetzt machen wir die noch. Best Practice quasi und ich freue mich, dass ich unser Open-Source-Projekt Mobile Coach vorstellen darf, was wir seit mehreren Einsatz für die meisten unserer Projekte, für die meisten unserer digitalen Gesundheitsinterventionen auch im Einsatz haben. Und bevor ich vielleicht näher auf Mobile Coach eingehe, werde ich zunächst noch was zu unserem Zentrum sagen, weil das, was wir tun, hat uns eben hauptsächlich auch motiviert, Mobile Coach dann vor 5, 6 Jahren zu entwickeln. Zunächst ein kurzer Überblick über unser Team. Wir sind stark interdisziplinär, obwohl wir alle hauptsächlichen Technik- und Informatik-Gen in uns tragen. Gleichzeitig aber haben wir Postdocs im Bereich Diabetesmanagement, klinische Psychologie und das Thema, was auch der Klassiker aller digitalen Gesundheitsinterventionen ist, nämlich Alltagsbewegung, weil das so für so viele relevante Krankheitsbilder von Vorteil ist, eben eine gesunde Alltagsbewegung an den Tag zu legen. Ansonsten eben die Doktorierenden, die man hier sieht, haben einen Hintergrund vor allem eben in Informatik und Psychologie. Man sieht auch hier im Scientific Advisory Board rechts oben zum Beispiel Lisa Marsh vom Center for Technology and Behavioral Health am Dartmouth College, Urte Scholz von der Uni Zürich, Gesundheitspsychologie da, Christoph Stettler vom Inselspital in Bern und dann eingerahmt links von Elga Fleisch, Informations- und Technologiemanagement an der ETH und HSG sowie Florian von Wangheim, der im Bereich Technologie-Marketing seine Professoren der ETH Zürich hat und uns hier begleitet im Rahmen dieses Centers. Dann, was glaube ich noch ganz, ganz wichtig ist, und das sind eigentlich die Helden, insbesondere dann, wenn es um den Mobile Coach geht, links unten die Software-Ingenieure, eben Changxiang Lim, unser neuester Zuwachs in Singapur, dann haben wir Prabhu Santanam und Fabian Schneider, die beide an der ETH in Zürich am Mobile Coach arbeiten und diesen kontinuierlich im Rahmen unserer verschiedenen Projekte weiterentwickeln. Und dann sind natürlich für die verschiedenen Projekte
die wir angehen, haben wir viele Master- und Bachelor-Studierende, die uns dann ganz gezielt unterstützen. Auch ganz wichtig, die Forschungspartner im Zentrum sind das natürlich viele Institutionen in der Schweiz, das Kantonsspital St. Gallen zum Beispiel oder das Universitätsspital in Zürich. Aber wir haben auch Partner eben in den USA. Dort, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, das Team um Lisa Marsh am Dartmouth College, am Center for Technology and Behavioral Health und auf der anderen Seite des Globus eben seit 1,5 Jahren jetzt auch die National University of Singapore und die Nanyang Technological University, ebenfalls in Singapur, wo wir dann vor allem ein Projekt im Bereich Prävention von Diabetes und Depression gemeinsam mit den dortigen Partnern angehen. Unsere Partner sind meistens so aufgestellt, dass die jeweilige Domänexpertise einbringen. Das sind meistens dann Fachspezialisten in ihrem Gebiet im Bereich der Medizin und wir bringen eben dann die Technologieexpertise mit ein und so ist die Idee, dass man eigentlich gemeinsam und eben meistens mit der Mobile Coach Software Plattform, dass man gemeinsam eine neue digitale Gesundheitsintervention entwickelt. Ich glaube, ganz wichtig ist auch noch hier auf das Funding nochmal einzugehen, damit hier auch ganz klar ist, wer diese Projekte unterstützt. Das ist vor allem der Schweizer Nationalfonds, das sind jetzt aber auch seit letztem Jahr die National Institutes of Health in den USA. Ebenfalls seit letztem Jahr auch die National Research Foundation in Singapur. Und darüber hinaus haben wir noch Projekte, die gefördert sind, eben vom Bund hier in der Schweiz, von Gesundheitsförderung Schweiz. Und seit 2015 haben wir auch eine Partnerschaft eben mit der CSS-Versicherung. Jetzt zunächst, was ist das Problem, was wir bei uns am Zentrum angehen? Und das ist eben auch eine der Hauptmotivationen, weshalb wir dann Mobile Coach entwickelt haben und eben in vielen unserer Projekte einsetzen. Nun sehr offensichtlich leider immer noch eben Covid-19, persönlicher Kontakt ist potenziell ein Problem im Gesundheitswesen aktuell. Deswegen sind der Einsatz von Technologie für zum Beispiel Telecoaching-Sessions an der einen oder anderen Stelle relevant und wurden jetzt ja auch aufgrund von Covid immer häufiger eingesetzt. Und man hat auch eigentlich identifizieren können, dass das für den einen oder anderen Anwendungsfall auch ganz gut funktioniert, dieser Technologieeinsatz. Zudem, oder der Hauptgrund ist natürlich das Riesenproblem nicht übertragbarer Krankheiten, insbesondere wenn man sich da die Gesundheitsausgaben anschaut. Gerade in den entwickelten Ländern, hier Beispiel USA, gehen direkt oder indirekt mehr als 80% aller Gesundheitsausgaben in diesen Bereich ein. Und das Problem ist nicht nur, dass Personen es mit einer nicht übertragbaren Krankheit zu tun haben, sondern eben auch mit mehreren parallel. Ein Klassiker hier ist sicherlich Diabetes und Depression, eben ein Thema, was wir eben auch in Singapur gerade in einem größeren Projekt angehen. Schließlich können wir eigentlich auch feststellen, dass wir, glaube ich, ziemlich exzellent sind, auch mit unseren Spitälern, immer wenn es um akute oder episodische Krankheiten geht und das Management davon in Spitälern. Aber wenn man jetzt nochmal das Problem sich anschaut, der nicht übertragbaren Krankheiten, da passiert eben ganz viel im Alltag von Patienten, da geht es um Gesundheitsverhalten. Ich habe vorhin schon eben Alltagsbewegung erwähnt, auch Umgang mit Stress, Optimierung des Schlafes, Ernährung sind da große Themen. Und da haben wir, glaube ich, sicherlich noch etwas nachzuholen, auch in der Schweiz. Und gerade da, wo man eben keine menschliche Unterstützung skalierbar in den Alltag von Patienten eben positionieren kann, gerade da ist es, glaube ich, relevant, sich über technologische Aspekte und Lösungen Gedanken zu machen. Und das war eben mitunter ein Grund, warum wir dann vor 5, 6 Jahren auch Mobile Coach als Softwareplattform entwickelt haben. Das grundsätzliche Ziel bei uns am Center ist es eben, evidenzbasierte digitale Gesundheitsinterventionen zu entwickeln, die es dann eben vor allem Leistungserbringern erlauben, sich selber skalierbarer zu machen und dann ganz individuelle Interventionen in den Alltag von vulnerablen Personen auszuliefern und das zu nachhaltigen Kosten. Und das ist eben nicht nur die Vision von unserem Center, sondern eben auch jetzt der Hauptgrund, warum wir Mobile Coach gebaut haben. Und man sieht hier jetzt, dass Mobile Coach vornehmlich in erster Linie für das Smartphone
entwickelt wurde. Und bevor ich vielleicht nochmal auf spezifische Charakteristika von Mobile Coach, der Software an sich selber eingehe, möchte ich anhand von wenigen Beispielen zeigen, was wir bis jetzt mit Mobile Coach gemacht haben. Und ja, hier bei dieser Übersicht, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Klassiker aller digitalen Gesundheitsinterventionen, Alltagsaktivität steigern und motivieren, um ein bisschen aktiver zu werden. Das ist hier auf der linken Seite Ellie, war das, schauen wir uns nachher auch kurz an. Dann haben wir mit Peach einen Persönlichkeitscoach entwickelt. Also wenn man gewissenhafter werden möchte oder seinen Neurotizismus reduzieren möchte, quasi beides Eigenschaften, die hoch gesundheitsrelevant auch sind. Da werde ich nachher auch noch näher etwas dazu berichten. Wir haben zusammen mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit die My Swiss Food Pyramid gebaut. Die ist auch jetzt in den App Stores verfügbar. Da sieht man hier zusammen mit der ZHAW im Rahmen einer Masterarbeit dort einen Schmerzcoach entwickelt, der einem helfen soll, eben besser mit chronischen Schmerzen umzugehen. Und mit diesem Beispiel starten wir gleich eben Max, Asthma-Coach für 10- bis 14-jährige Kinder. Das ist eine Gesundheitskompetenzintervention, die eben von Ärzten oder Experten der Lungenliga Schweiz auch ausgegeben wird im Rahmen von Sprechstunden, im Rahmen von Gesprächen mit den Patienten, damit die jungen Patientinnen und Patienten dann eben besser mit ihrem Asthma umgehen können. Und wie schon erwähnt, starten wir doch gleich mal mit Max. Und hier habe ich das Bild einer ja, sogenannten Business Card oder einer digitalen Pille. Das ist wie so eine Visitenkarte, in dem Fall für Alexander Möller, mittlerweile Professor hier am Universitätskinderspital Zürich, der dann im Rahmen seiner Sprechstunde diese Karte eben seinen Patientinnen und Patienten dann eben ausgibt. Und mit dem QR-Code kann man dann nicht nur die App relativ einfach in dem jeweiligen App-Store auf iOS oder Android finden und damit die Mobile Coach Anwendung, Intervention herunterladen, sondern was hier noch ganz besonders ist, in dem QR-Code haben wir auch einen Code integriert, der dann eben Alexander Möller identifiziert, sodass dann der Chatbot oder Mobile Coach ist in erster Linie eine Interaktion mit einem Chatbot, dass der Chatbot dann sofort weiß, wer ist denn der Master in diesem Fall eben Alexander Möller, und dass er dann gleich eben sagen kann, wenn die Interaktion mit dem jungen Patienten oder mit der jungen Patientin losgeht, ich bin übrigens der digitale Assistent oder die digitale Assistentin von Alexander Möller und unterstütze dich in deinem Alltag besser mit Asthma umzugehen. Und wie das Ganze von der Interaktion dann ausschaut, dann sieht man hier auf dieser Folie, also die App wird geöffnet, wie gesagt, Mobile Coach basiert, dann wird der QR-Code eingescannt. Die Patientinnen und Patienten können dann entweder einen weiblichen oder männlichen Chatbot auswählen. Und dann hat man eine Interaktion, ähnlich wie Sie es von WhatsApp oder dem Facebook Messenger kennen, mit dem einzig großen Unterschied, dass wir sehr häufig mit vordefinierten Antworten hier arbeiten, um dem Patienten oder der Patienten einerseits trotzdem die Auswahl zu geben, innerhalb dieser Intervention zu navigieren und zu interagieren, gleichzeitig aber auch, das ist ganz wichtig, gerade bei Interventionen, die mehrere Wochen oder Monate dauern. Und wir haben eben solche mehrwöchigen, mehrmonatigen Interventionen mit Mobile Coach eben auch gebaut, dass man hier sehr nachvollziehbar und transparent anhand von bestimmten Regeln so eine Intervention eben auch ausliefern kann. Und wie Sie jetzt auch am Ende gesehen haben, man kann Bilder integrieren in die Interaktion, man kann Videoclips integrieren in die Interaktion. Und das Besondere ist eigentlich, das haben wir jetzt die letzten Jahre gelernt, dass eben die Patientinnen und Patienten eben nicht nur mit der Ärztin oder dem Arzt eine Beziehung aufbauen können, eine sogenannte Working Alliance, sondern eben auch mit einem Chatbot. Und dieser Effekt hilft uns, die Langzeitadhärenz hier zu unterstützen. Das ist ganz Besondere. Und was wir auch sehen, wenn eben man in der Sprechstunde von dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens eben eine solche Karte überbekommt, um dann die App runterzuladen und zu installieren und dann der Chatbot dann eben auch sagt, hey, guck mal, ich bin der digitale Assistent von Alexander Möller, dass das natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt hat, als würde man einfach mal so eine App runterladen, die dann
einem unterstützt, ein bestimmtes Gesundheitsverhalten an den Tag zu legen. Das Besondere bei dieser Max-Intervention war noch, dass wir eben diesen digitalen Coach so platziert haben, dass er eben nicht nur die jungen Patientinnen und Patienten mit gesundheitsrelevanten Inhalten zum Thema Asthma versorgt, sondern eben auch bei bestimmten Aufgaben, die eben die Kinder im Alltag dann durchführen sollten, ein Familienmitglied, also älterer Bruder, ältere Schwester, Mutter oder Vater auch noch mit eingebunden werden. Das heißt, mit Mobile Coach ist es nicht nur möglich, eine direkte Interaktion mit dem Patienten an den Tag zu legen, sondern auch, hier sieht man es eben über den Pfeil hier oben, über eine zum Beispiel Textnachricht auch ein Familienmitglied in diese Intervention mit zu integrieren. Und gleichzeitig haben wir noch einen weiteren Kommunikationskanal, welcher mit Mobile Coach eben umgesetzt werden kann. Das ist dann eben E-Mail. Das haben wir hier so umgesetzt, dass eben der Chatbot Maximiliane oder Maximilian in dem Fall dann direkt auch per E-Mail mit dem entsprechenden Asthma-Experten oder der entsprechenden Asthma-Expertin interagieren kann, entweder von der Lungenliga oder in dem Fall, wie wir vorhin gesehen haben, mit Alexander Möller. Und ich möchte eine ganz konkrete Aufgabe, die die Kinder hier bekommen haben, zeigen, wie das eben im Zusammenspiel funktioniert. Das Hauptproblem bei Asthma bei diesen Kindern ist eben, dass man die Inhalation potenziell falsch machen kann, weil wenn das Medikament nicht korrekt inhaliert wird, dann kann es keine Wirkung haben. Und eben eine Aufgabe war, dass der Chatbot Max eben auch hier die Nora zugegangen ist, hat eine Nachricht geschickt, hey, jetzt ist es soweit, wir machen eine kleine Aufgabe gemeinsam mit deinen Eltern. Es wurde auch eine Textnachricht hier in dem Fall an die Mutter oder den Vater geschickt und die Aufgabe war eben, dass der Elternteil Nora aufzeichnet bei der Inhalation mit Hilfe der Max-Applikation, also mit Hilfe der Mobile Coach-basierten Applikation und dass danach das Video eben dem Asthma-Experten zur Verfügung gestellt wird. Eben, der hat dann per E-Mail eine Info bekommen, hier ist ein neues Video, begutachte dies bitte. Und das konnte dann der entsprechende Asthma-Experte dann online auf einer Webseite machen. Hier sieht man einen kleinen Screenshot von dieser Webseite. Das waren so circa 20 Fragen, wo man einfach dann angeben konnte, das war richtig, das war falsch oder ich habe es im Video nicht gesehen. Und diese Kriterien haben wir zusammen mit den Asthma-Expertinnen und Asthma-Experten der beteiligten Spitäler und der Lungenliga erarbeitet. So, das hat im Schnitt 1,5 bis 2 Minuten gedauert. Dann hat man quasi einen automatischen Feedback-Text generiert, auch mit Hilfe des Mobile-Coach-Systems. Dieser automatisch generierte Feedback-Text konnte noch angepasst und individualisiert werden, um dann diesen Text in der Mobile-Coach-Applikation über einen sogenannten zweiten Chat-Kanal dann auszugeben. Das Besondere ist hier eben, dass die Patienten über diese Mobile-Coach-Applikation nicht nur mit dem Chatbot direkt interagieren, hier so ein Chat mit Maxim, sondern in dem Fall auch mit dem entsprechenden Betreuer und so auch in einen ganz persönlichen Austausch kommen konnte. Also das ist das, was man mit Mobile-Coach machen kann. Und bei dieser Studie, einfach um hier noch das abzuschließen, wir haben eine erste Machbarkeitsstudie durchgeführt, haben fast 100 junge Patientinnen und Patienten angesprochen. Circa die Hälfte davon, 49, haben an dieser Studie dann teilgenommen und wir sind dann ganz froh über eine Adhärenzrate oder in dem Fall die Rate, wie viel dieser Kinder dann auch die komplette Intervention, die über 14 interaktive Coaching-Sessions dann ging, im Schnitt 2,5 bis 3 Wochen, eben 76% der jungen Patientinnen und Patienten hat diese Intervention komplett abgeschlossen. Wir konnten zeigen auch mit dieser Intervention, dass das Wissen zum Thema Asthma signifikant mit einem großen Effekt gesteigert werden konnte. Wir hatten eben da so ein Asthma-Quiz auch eingebaut und eben Wissen kommuniziert über den Chatbot. Und wir konnten auch über diese Videos, die Sie gerade im letzten Video auch gesehen haben und auf der letzten Slide gesehen haben, wirklich problematische Inhalationstechniken oder Aufzeichnungen identifizieren und haben dann die Patientin bzw. den Patienten gebeten, das Video nochmal aufzuzeichnen, nachdem Feedback gegeben wurde und danach wurden eigentlich keine schwerwiegenden Probleme mehr erkannt.
So. Darf ich dazu gerade eine Frage stellen? Unbedingt, genau. Sie dürfen mich immer stören. Was mich interessiert, gibt es Unterschiede zwischen oder stellt die Unterschiede fest bei den soziologischen Hintergründen der Patienten? Also, dass es in gewissen sozialen Milieus schwieriger ist, sowas einzusetzen. Oder das ist natürlich die Frage, wie homogen bzw. heterogen war diese Gruppe. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, also es ist so, dass der Hauptgrund derjenigen, die hier nicht dann mitgemacht haben, nachdem sie angesprochen wurden, war einfach keine Zeit. Also entweder hatten die Eltern gesagt, sie haben keine Zeit, um auch diese betreuende Rolle mit zu übernehmen, oder die Kinder haben gesagt, sie haben keine Zeit. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht den soziodemografischen Hintergrund auf oder erhoben, weil eigentlich die Teilnehmer nicht vorab diese Information schon eben preisgeben durften. Wir wissen aber aus anderen Studien, wir haben ja 6-7 Jahre zusammen mit dem Ostschweizer Kinderspital gearbeitet, dass gerade im Bereich, und dort war es eben nicht Asthma, sondern starkes Übergewicht, Adipositas, dass dort vornehmlich junge Patientinnen und Patienten mit eher einem niedrigen sozioökonomischen Status eben in diesen Therapien sind. Und wir eigentlich seitdem grundsätzlich darauf achten, dass gerade die Interaktion und auch die Sprache, die so ein Chatbot verwendet, extrem einfach und simpel daherkommt, dass das Ganze gut verstanden werden kann. Mit Mobile Coach grundsätzlich ist es auch möglich, eben verschiedene Sprachen umzusetzen. Dadurch, dass wir das ja auch hier in der Schweiz entwickelt haben, war das von Anfang an eigentlich eine sehr wichtige Eigenschaft von Mobile Coach. Das heißt, auch gerade Patienten mit einem Migrationshintergrund oder die einfach die deutsche Sprache vielleicht dann auch nicht so gut können, wäre es möglich, hier mit Mobile Coach diese Intervention in verschiedenen Sprachen auch anzubieten. Vielleicht ein letzter Kommentar dazu noch. Wir haben, wenn ich mir jetzt unsere letzten Studien anschaue, leider schon immer einen starken Selektionsbias in den Studien, dass eher die Gesünderen und eher diejenigen mit einem höheren sozioökonomischen Status teilnehmen. Und wir gehen jetzt auch aktiv und strategisch dieses Thema an, zum Beispiel jetzt auch im Hack Zürich Ende September unter dem Motto Healthification of Comfort Zones. Und ein tolles Beispiel war sicherlich Headspace, die ja das Thema Mindfulness jetzt seit 1. Januar über Netflix kommunizieren. Das heißt, man kann da neben dem Actionfilm dann auch etwas lernen, wie man eben besser schlafen kann oder besser mit Stress umgeht. Und das ist jetzt ja ein Beispiel, aber wir versuchen jetzt auch in unseren nächsten digitalen Gesundheitsinterventionen, insbesondere auch in Singapur, weniger mit dem erhobenen Zeigefinger und so diese Intervention auszuliefern, sondern versuchen auf eine andere Art und Weise, insbesondere auch mit der Sprache und wie das Ganze dann verpackt wird, es sehr attraktiv zu machen für diejenigen, die auch einen niedrigen sozioökonomischen Status haben. Ja, unter dem großen Begriff vielleicht auch Demokratisierung der Medizin. Genau. Gut, hat das die Frage beantwortet, Peter? Ja, vielen Dank. Okay, super. Dann mache ich direkt weiter. Ich möchte jetzt noch ein zweites Beispiel bringen. Oder wir haben jetzt gerade ein Beispiel gesehen zu einer Intervention, die wir mit Mobile Coach machen. Aber interessanterweise mehr als oder circa die Hälfte der Projekte, die wir mit Mobile Coach umsetzen, sind erstmal reine Datenerhebungsstudien, um zum Beispiel digitale Biomarker zu entwickeln. Und in dem Fall bleiben wir jetzt eigentlich beim Thema Asthma, aber allerdings bei den Erwachsenen. Und die Idee hier ist, dass man das Mikrofon, das Smartphone nutzt, um dann nächtliches Husten zu messen und das dann als prognostischen digitalen Biomarker einzusetzen, um dann eine Asthma-Attacke oder die Asthma-Kontrolle vorherzusagen. Im besten Fall ein paar Tage, bevor das dann passiert. Und im Rahmen eines Synergia-Proposals für den Schweizer Nationalfonds möchten wir dieses Thema eben auch für COPD-Patienten und für die Vorhersage einer COPD-Exazerbation eben auch angehen. Und ich habe hier auch ein Video dabei, einmal die Professor Steurer-Stey und einmal Frank Rassui. Ich habe hier das Audio ausgeschaltet
und werde das eben kurz kommentieren. Eben, was ich gerade gesagt hatte, die Idee ist hier, das Mikrofon des Smartphones zu nutzen, um nächtliches Husten aufzuzeichnen, um das dann eben zu nutzen, kritische Gesundheitszustände, in dem Fall die Asthmakontrolle, eine schlechte Asthmakontrolle oder eine Asthmaattacke dann vorherzusagen, um dann den Patienten eben rechtzeitig zu informieren und die Medikamentation anzupassen. So, ich habe jetzt eben, das ist der Anwendungsfall, das ist die Intervention, die haben wir hier eben noch nicht umgesetzt. Es ging ja erstmal darum, den Zusammenhang zwischen nächtlichem Husten und der Asthmakontrolle zu messen. Und deswegen haben wir hier, sieht man eben auch wieder, eine Interaktion mit Mobile Coach. War das dann eben so, dass der Chatbot einen daran erinnert hat, eben abends die Audioaufzeichnung durchzuführen oder zu aktivieren. Und dann am Morgen wurde dann bestimmte Fragen gestellt, um die Asthmakontrolle zu messen, damit wir dann eben über diese longitudinalen Daten dann diese Vorhersagen zu machen. Und das Ergebnis war, und das war so mitunter das erfolgreichste Ergebnis bisher, was Datenerhebung mit Mobile Coach angeht, dass wir hatten 93 Teilnehmer mit Asthma, von 2557 sogenannten Self-Reports, also diese Erhebungen über den Fragebogen, haben 97,3% dieser Fragen wurden beantwortet, was natürlich genial ist. Das heißt, wir hatten eine sehr gute Datengrundlage. Und wenn man sich jetzt auch noch die Sensordaten und die Husten anschaut, sieht man hier in der letzten Zeile, dass wir über 23.000 akustische Aufnahmen von Husten hatten und dann natürlich auch extrem viel Aufwand mit Studierenden, die uns geholfen haben, diese Huster zu labeln, damit man dann den entsprechenden Prädiktionsalgorithmus bauen kann. Das war dann so erfolgreich, dass nicht nur drei gute Publikationen da entstanden sind, sondern jetzt auch ein Startup, Resmonix, die dann quasi auf Basis dieser Forschung jetzt ein Produkt am Entwickeln sind und das dann versuchen, auch auf dem Markt anzubieten. Also ein weiteres Beispiel, eben weniger eine Intervention, sondern der Einsatz von Mobile Coach zur Datenerhebung und eben nicht nur Self-Reports, sondern eben auch Sensordaten, in dem Fall eben akustische Samples, die eben Husten dargestellt haben. Jetzt bewegen wir uns noch mal ganz kurz zurück in den Interventionsbereich. Eben noch ein weiteres Beispiel, nämlich Peach, der Persönlichkeitscoach, hier zusammen mit Matthias Almond und Christoph Lückiger von der Uni Zürich. Das war ein Projekt, was gefördert war vom Schweizer Nationalfonds. Und auch hier haben wir Mobile Coach eingesetzt. Das ist noch ein bisschen eine ältere Version. Deswegen sieht das vielleicht nicht ganz so schön aus wie zum Beispiel die Max-Intervention, die noch relativ neu ist. Aber das waren hier so die ersten Schritte. Auch hier konnte man mit dem Chatbot interagieren und dann eben je nachdem an seiner Persönlichkeit arbeiten. Also zum Beispiel sich selbst das Ziel setzen, gewissenhafter zu werden, weil das natürlich hochrelevant ist, zum Beispiel für Medikamentenadhärenz oder Neurotizismus zu reduzieren, da man hier auch weiß, dass das einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit haben kann, wenn man zu neurotizistisch veranlagt ist. Die Ergebnisse haben uns extrem gefreut. Auch diese Intervention, das war eine Intervention von 2,5 Monaten, hat gezeigt, dass sie funktioniert hat hier in verschiedenen Bereichen, außer eben bei Openness. Es gibt hier die unterschiedlichen Persönlichkeitstraits. Aber bei den meisten Persönlichkeitszielen, welchen sich die Teilnehmer dann eben ausgesucht haben im Rahmen der Intervention, konnten sie tatsächlich, zumindest in der Selbstwahrnehmung, konnten sie ihrem Ziel näher kommen, was uns sehr gefreut hat. Also Peach, der Persönlichkeitscoach, eben auch umgesetzt mit Mobile Coach. Jetzt noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Mobile Coach basiert ja, ist also Smartphone-basierte Interventionen, und das größte Problem ist immer dann, wenn die Intervention zum falschen Zeitpunkt verschickt wird. Das heißt, der falsche Zeitpunkt ist derjenige, wenn einfach die Patientin, der Patient dann nicht darauf reagiert. Es kann aber natürlich auch einen negativen Effekt haben, nämlich wenn man die Leute zum falschen Zeitpunkt auch nervt und stört,
dass man dann quasi die Intervention zum letzten Mal genutzt hat. Zudem kommt natürlich auch, dass eine Mobile-Coach-Intervention nicht die einzige App ist, die man hat, sondern es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Apps und jetzt vor allem auch wegen Covid, man ist häufig im Homeoffice gewesen, wie auch immer, ist das Thema mentale Gesundheit und Techno-Stress noch sehr viel intensiver geworden und umso wichtiger ist es eben da herauszufinden, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wann sind Personen rezeptiv, um dann auch eine Intervention wahrzunehmen. Und wir haben da eben diese Ellie-Intervention entwickelt mit Mobile Coach, die ich eben zu Beginn auch schon mal kurz erwähnt hatte, eben der Klassiker digitale Gesundheitsinterventionen, eine Intervention zur Steigerung der Alltagsaktivität. Und das hat auch funktioniert, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern wir haben Ellie gehackt, diese Studie, diese Intervention, um eben auch dieses Thema, wann reagieren eben Teilnehmer von so einer Intervention auf eine Nachricht, also diese Rezeptivität. Hier sieht man nochmal, wie die Intervention selber oder die Mobile Coach-basierte Applikation selber aussieht. Hier rechts wieder mit vordefinierten Antwortmöglichkeiten. Und man hatte hier einfach ein dynamisches Schrittziel implementiert, was eben Ellie an sich ausgemacht hat. Aber was eben besonders spannend war, wir haben hier dreimal pro Tag randomisiert eben Nachrichten verschickt, also morgens, um das Ziel zu definieren, am Nachmittag einmal, um zu erinnern, wie weit man denn schon ist, wie viele Schritte bis zum Ziel noch fehlen und am Abend wie so eine Nachricht, was man denn geschafft hat am Ende des Tages hinsichtlich seiner Alltagsaktivität. Und diese drei Zeitpunkte, die wurden eben randomisiert, aber sie waren immer morgens, nachmittags und abends. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Teilnehmer dann besonders schnell reagiert haben, wenn die Nachrichten zwischen 10 Uhr morgens und 18 Uhr verschickt wurden, versus eben am späten Abend oder früh am Morgen. Wir haben auch festgestellt, wenn Personen bei der Arbeit sind versus zu Hause, also wir haben da auch die Geolocation aufgezeichnet, auch dann waren die Personen schneller beim Reagieren, wenn man so eine Nachricht rausschickt und konnten dann schneller auch mit dem Chatbot interagieren. Was sehr intuitiv war, das ist der dritte Punkt hier, ist, wenn das Smartphone eben nicht geladen wurde, ja, versus Charging, macht wahrscheinlich Sinn, weil wenn man es auflädt, hat man es meistens nicht bei sich, also das ist sehr intuitiv. Und grundsätzlich haben wir auch festgestellt, dass die Android-User responsiver waren als die iOS-Teilnehmer bei dieser Studie. Man muss hier natürlich ganz klar sagen, die Notifikationsmechanismen, wie sie bei Android und iOS implementiert werden, die sind natürlich ständigen Veränderungen auch unterworfen, also von Jahr zu Jahr optimieren hier natürlich Apple und Google und auch die Anwender selber, sie wissen es selber, können sehr feingranular einstellen, wie sie die Notifikation dann auch wahrnehmen möchten. Aber wenn es wirklich um bedrohliche Situationen geht im Gesundheitswesen hier und mal eine digitale Gesundheitsintervention ausliefert, dann sollte einem das bewusst sein, dass eben dieser optimale Zeitpunkt natürlich hochrelevant ist. Und so ist jetzt die Idee, dass wir diese Erkenntnisse in neueren Interventionen dann auch mit einfließen lassen. Genau, jetzt schaue ich gerade mal auf die Zeit. Wir haben noch 6 Minuten. Ich möchte hier noch etwas zeigen, was man mit Mobile Coach machen kann, ist nämlich eine komplett andere Entwicklungsumgebung zu nutzen. Vielleicht kennt der eine oder die andere das, nämlich Unity. Eine Unity-Entwicklungsumgebung wird häufig genutzt, um Spiele zu implementieren und andere Dinge zu machen. Und eben mit der Mobile Coach Plattform ist es eben jetzt auch möglich, dass man etwas, was mit einer anderen Plattform entwickelt wurde, dann auch in eine solche Mobile Coach Intervention integrieren kann. Und einer dieser Tools oder Spielchen, die wir auch jetzt entwickelt haben und welches jetzt in ganz vielen Projekten zum Einsatz kommt, sowieso die Allzweckwaffe, insbesondere im besseren Umgang mit Stress, ist einfach eine langsame Atemübung. Und hier ähnlich wie bei der Asthma-Studie nutzen wir das Mikrofon, aber nicht um Husten zu detektieren, sondern eine tiefe Bauchatmung zu detektieren. Und wenn man eben diese tiefe Bauchatmung richtig macht, dann kann man dieses Segelboot eben nach vorne pusten. Ich zeige mal hier ganz kurz das Video dazu. Und man hört hoffentlich hier auch den Sound.
Jetzt atmet man ein durch die Nase und pustet durch den Mund aus. Das wird erkannt vom Mikrofon und das Boot wird quasi als Biofeedback dann nach vorne geschoben. So erzeugt man dann Wind und gleichzeitig leitet diese Atemübung eben einen an, eine langsame Bauchatmung durchzuführen. Hier haben wir natürlich auch schon verschiedene Publikationen veröffentlicht und auch schon im Labor gezeigt, dass man damit die Herzfrequenzvariabilität erhöhen kann, Herzfrequenz grundsätzlich reduzieren kann. Und man kennt vielleicht, der Klassiker ist eher so diese Kreisvariante, die auf und zu geht, dass man mit Hilfe dieser Visualisierung, also so als Spiel, dass hier der empfundene Spaß, wenn man eine solche Atemübung macht, eben höher ist. Und wir erhoffen uns dadurch, dass das ja auch der Klassiker vieler digitaler Gesundheitsinterventionen, dass man einfach ja die Applikationen nur über einen bestimmten Zeitraum nutzt, dass man über so eine Darstellung dann die Leute motiviert, länger dran zu bleiben. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon hier bei der Zusammenfassung von Mobile Coach. Also es ist eine Open Source Software. Man findet alle Informationen dazu unter mobile-coach.eu. Wir haben uns auch dediziert für eine Apache 2 Lizenz hier entschieden. Das heißt, man kann damit dann eben auch ein Produkt entwickeln und muss die Software nicht mehr veröffentlichen. Wie erwähnt vorhin, wird das genutzt eben für hauptsächlich zwei Anwendungsgebiete. Einmal, um Interventionen auszugeben. Also wir erinnern uns an den Personality Coach Peach oder Max, die Gesundheitskompetenzintervention für Kinder mit Asthma. Und der zweite Anwendungsfall ist dann vor allem, um Daten zu erheben, um dann beispielsweise digitale Biomarker zu entwickeln, wie beispielsweise eben, was wir gesehen haben beim Husten oder jetzt auch hier bei der Atemübung, dass man versucht, möglichst präzise eine tiefe Bauchatmung zu messen. Wir haben unterschiedliche Kommunikationskanäle, also man kann hier per E-Mail Textnachrichten und natürlich über die chatbasierte Interaktion innerhalb der App interagieren. Das Besondere ist natürlich, dass man im Vergleich zu einer WhatsApp- oder einer Facebook-Messenger-basierten Intervention hier die Smartphone-Sensorik nutzen kann, wie bei der Ellie-Intervention. Also wir haben dort die Schritte gesammelt und konnten dann in Echtzeit zu den gelaufenen Schritten ein digitales Coaching durchführen. Und wir haben bis jetzt und vor allem, weil wir mehrwöchige und mehrmonatige Interventionen bauen, auf eine AI-basierte Ableitung der Intention und Freitext-Interaktion mit dem Chatbot verzichtet. Man kann sicherlich Freitext erlauben. Man muss dann einfach nachher nur genau wissen, was man damit macht. Aber wir sind daher mit diesem regelbasierten System und den vordefinierten Antwortoptionen bis jetzt immer sehr gut gefahren, insbesondere auch in Diskussionen mit der Ethikkommission. Das ist natürlich immer ganz wichtig, gerade im Gesundheitsbereich, insbesondere wenn man dann auch noch mit Kindern zu tun hat. Gleichzeitig spielt aber das Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz natürlich eine große Rolle, so wie vorhin auch gesehen bei dem Thema State of Receptivity. Also wir versuchen natürlich, diese opportunen Momente dann zu identifizieren und dann die Intervention zum richtigen Zeitpunkt auszugeben. Auf der anderen Seite eben auch die Hustendetektion oder die Detektion der Atmung bei der Atemübung Breathe, wie vorhin auch kurz gezeigt. Es gibt, jeder darf selber mal Mobile Coach ausprobieren, hier Elena Plus haben wir jetzt auch direkt für Covid-19 letztes Jahr entwickelt. Das ist in den Schweizer Stores und auch in anderen Stores verfügbar, einfach nach Elena Plus suchen. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, die My Swiss Food Pyramid ist als Ernährungscoach verfügbar vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Und die Webseite hatte ich schon erwähnt. Es gibt auch Videoclips, die nutzen wir auch hier in der Lehre an der ETH und HSG. Hier wird ein bisschen erklärt, wie man mit Mobile Coach diese Interventionen auch umsetzen kann. Es gibt auch ein Forum, Diskussionsforum, wo dann auch Fragen gestellt werden können. Und so langsam in Richtung Produkt gibt es auch Interventionen, die auf Mobile Coach basieren. Hier beispielsweise Ready for Life, war es, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen im Tagblatt
ein Bericht hier von der Lungenliga. Hier geht es darum, dass die Lungenliga ein interaktives Coaching anbietet rund um die Themen Alkohol, wie gehe ich mit Tabak und Nikotin um, oder aber auch Stressmanagement und die anderen Aspekte, die Sie hier sehen. Und ja, dadurch, dass es Apache 2 ist, ich habe es vorhin erwähnt, das ist auch eins unserer Startups, PathMed Technologies, die in Deutschland auf der ursprünglichen Grundlage von Mobile Coach eben mittlerweile für Bluthochdruckpatienten die Manoa Coach anbieten und da auch bald hoffentlich dann auch auf der DIGA-Liste zu finden sein werden, damit Ärzte das verschreiben können und dass das dann auch direkt von den Krankenkassen übernommen wird. Damit möchte ich auch schließen und hoffe, dass ich nicht zu sehr überzogen habe. Vielen Dank, Tobias. Nee, das ist perfekt, das ist perfekt. Herzlichen Dank für deine Einblicke in verschiedene Anwendungen. Wie du am Anfang gesagt hast, ein Großteil der Patienten leidet dann an mehreren Krankheiten leiden. Das heißt aber, dann müssen die sich auch mit 2, 3, 4 oder wie viel auch immer so Coaches, digitalen Coaches auseinandersetzen. Wie viele digitale Coaches erträgt ein Patient? Ja, super Frage. Vielen Dank, Peter. Haben wir uns natürlich intern auch gestellt, diese Frage, und vor 3, 4 Jahren intensiv diskutiert. Und wir sind dann eigentlich zum Entschluss gekommen, dass wir lieber, weil es ist einfach aufwendig. Und dann hat man unterschiedliche Chatbot-Charaktere etc. etc. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir das Wissen unterschiedlicher Experten, also den Diabetes-Experten und den klinischen Psychologen etc., dieses Wissen einfach dem quasi Super-Chatbot mit an die Hand geben können. Oder zumindest die Inhalte, Interventionsinhalte, die wirklich skalierbar ausgeliefert werden können über ein Chatbot. Es gibt ja immer dann diese Fälle, wo man einfach nicht weiterkommt, wo der Chatbot nicht hilft. Und das ist auch eine der Forschungsfragen heute noch, diese Momente zu erkennen und dann eben den Kanal, wir haben es vorhin bei Max gesehen, eben diesen zweiten Chatkanal aufzumachen und dann mit dem relevanten Experten zusätzlich zu sprechen. Also ich sehe eher ein Chatbot, der dann Mediator ist, vielleicht auch wirklich in einem integrierten Versorgungsszenario, der dann ganz genau weiß, alles klar, zum Thema Alltagsaktivität habe ich die Patientin super im Griff, zum Thema Depression konnte ich bis dahin helfen, aber mehr kann ich auch nicht, und jetzt stelle ich vielleicht den persönlichen Kontakt zu dem oder der klinischen Psychologin oder Psychologen her. Ja, also wir würden lieber, ein Lessons learned ist, make it super stupid, super simple, nicht zu kompliziert, lieber ein Chatbot und dann über einen zweiten Chatkanal den entsprechenden Experten mit dazu zu nehmen. Dann eben, da ist eine Frage von IAH 9757, kann ich stellen oder sonst kannst du dich auch gerade selber unmuten und das stellen? Ja, da steht Zeit. Achso. Hallo, ich wollte es jetzt vorlesen, ja. Ja, okay. Genau. Ich habe leider nur mein Kürzel, das da erscheint, tut mir leid. Anthony Castiglioni vom Amt für Wirtschaft und Arbeit. Ich wollte wissen, ob Sie vielleicht schon neue Anwendungsgebiete, Projekte abzeichnen am Horizont. Wir haben schon einige gesehen, aber ich bin sicher, es gibt noch viele mehr. Was sind denn da so die weiteren spannendsten Gebiete, die sich abzeichnen? Hier kann ich vielleicht auf zwei Dimensionen antworten. Das eine ist natürlich, dass Mobile Coach überhaupt nicht nur für Gesundheitsinterventionen genutzt werden kann. Am Ende ist es ja quasi, man könnte sagen, ein Workflow-System, SAP für den Alltag, wo man per E-Mail Chat-Interaktion mit einem Chatbot und Textnachrichten verschiedene Personengruppen orchestrieren kann. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht Energie zum Thema hat, Energie sparen, oder man lernt vielleicht etwas über die Schweiz. Also ein Thema, was jetzt in vielen Gesundheitsprojekten relevant war, war immer diese Gesundheitskompetenz. Aber das kann natürlich auch Financial Literacy oder sowas sein oder ganz, ganz andere Bereiche. Also das ist mal die erste Antwort, aber da wir das Zentrum für digitale Gesundheitsintervention sind, machen wir diese Projekte bis jetzt nicht.
weil wir brauchen natürlich einen Fokus. Genau. Und die zweite Dimension ist natürlich jetzt, was sind so die großen Projekte, die gerade laufen? Also was wir vielleicht jetzt auch noch Spannendes machen in den USA die nächsten 5 Jahre ist, dass wir gerade für Typ-1-Diabetes-Patienten, wo ja immer mehr auch diese kontinuierlichen Blutmessgeräte im Einsatz haben. Und es gibt Unternehmen, die diese Daten so als Cloud-Dienst sammeln, um dann, damit man sie mit Ärzten oder sowas teilen kann. Also hier haben wir eine Integration zu Mobile Coach, wo wir dann auch eben diese Blutzuckerdaten in Echtzeit bekommen und dann ein digitales Coaching dazu machen können. Das heißt, in Ergänzung zu der Sensorik, die über das Smartphone selber zur Verfügung steht, haben wir jetzt erste Projekte, wo wir dann medizinische Geräte auch anbinden über andere Dienste und dann ein digitales Coaching machen. Jetzt kann man sich überlegen, für welche anderen medizinischen Geräte das auch der Fall sein kann. Was wir in Singapur machen, was jetzt auch, also ich persönlich auch super spannend finde, weil es jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung Demokratisierung der Medizin ist und wir wollen eben da insbesondere auch Personengruppen mit einem eher niedrigen sozioökonomischen Status erreichen, ist, dass wir ähnlich wie Netflix quasi ein Storytelling in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, es gibt eine erstmal sehr seriöse Gesundheitsintervention, die holistisch ist. Es geht um Lebensstil, wo man so die Klassiker, Bewegung, Ernährung, wie gehe ich mit Stress um, wie kann ich meinen Schlaf optimieren. Das sind so die Themen, die da kommuniziert werden für die Prävention von Typ-2-Diabetes und für die Prävention von Depressionen. Aber soweit erstmal nichts Spannendes. Ich meine, das gibt es schon häufiger. Dass man es mal holistisch anschaut, ist, glaube ich, schon mal ein bisschen neuer. Also da sind wir jetzt schon ein bisschen stolz, weil am Anfang war auch die Denke, dass man sehr in 2 Silos denkt oder wir machen etwas für die Prävention von Typ-2-Diabetes und für die Prävention von Diabetes. Das ist jetzt eher so die holistische Sicht. Aber was da so richtig spannend ist, dass wir jetzt zusammen mit einem Game-Studio in Singapur eine sogenannte overarching Story, eine Geschichte erzählen über verschiedene Episoden, eben wie bei Netflix man sich da eben, verschiedene Episoden anschauen kann. Das heißt, es gibt 4 Chatbots, 4 Chatbot-Charaktere, wo man sich dann eben einen auspicken kann. Und diese 4 Charaktere, die wollen ein Produkt auf den Markt bringen. Und das ist also wie so eine Startup-Geschichte und die rennen natürlich in alle Work-Life-Balance-Probleme rein, die man sich halt vorstellen kann. Super Stress, schlechte Ernährung, keine Zeit für die Familie und so. Und wir wollen anhand dieser Geschichte die Leute mitnehmen, eben die Intervention dann auch nutzen, dass sie eben auch möglichst lange dranbleiben und neben den Inhalten, von denen sie hoffentlich profitieren, auch, dass sie wissen wollen, okay, wie geht diese Geschichte der Produktentwicklung weiter und wie entwickeln sich die Charaktere? Also wir haben so einen klassischen Plot, wo natürlich am Anfang die große Krise ist und dann gibt es eine persönliche Entwicklung bis hin zu hoffentlich einem Happy End und einer Resolution. Genau. Und das ist auch so ein bisschen das Thema eben Healthification of Comfort Zones, was wir am Hack Zürich jetzt angehen wollen, wo man versucht, anstatt die Teilnehmer in eine Gesundheitsintervention oder zu motivieren, aktiv da irgendwas zu machen, dass sie in ihrer Komfortzone bleiben können und wir uns einfach in die Komfortzone einschleichen und sie dann eigentlich Spaß haben und profitieren von der entsprechenden Gesundheitsintervention. Und diese Breathe-Atemübung ist ein Beispiel dafür, wo man versucht auch im Sinne eines Storytellings oder Spiels irgendwie von A nach B zu kommen. Und das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich diese langsame Bauchatmung mache, quasi mit diesem Piratenschiff. Dankeschön. Ich hätte eine Frage. Ja, erstmal vielen Dank. Sehr, sehr schöne Darstellung und tolle Sachen, Mobile Coach. Ich hätte eine Frage, und zwar Mobile Coach, wie ich das heute wahrnehme, und alle Anwendungen fokussieren sich auf schlussendlich Verhaltensveränderung oder Optimierung, um am Ende schlussendlich auch einen positiven gesundheitlichen Effekt zu erzeugen oder die Effectiveness, Efficacy der bestehenden, sage ich mal, Therapien, die eingesetzt, noch zu erhöhen, also Adhärenz und solche Themen. Haben Sie vor, auch aus dem Mobile Coach und gewisse Anwendungen, sie direkt als Digital Therapeutics einzusetzen? Also nicht nur Verhaltensveränderungen, am Ende ist es so, aber tatsächlich auch im Rahmen von größeren Studien einen Versuch dann auch in Richtung Zulassung als Arzneimittel oder digitale Arzneimittel zu schaffen. Ja, super Frage, vielen Dank. Wir selber als Institution, also als Universität St. Gallen oder ETH Zürich weniger, aber dann unsere Startups. Ich hatte 2 erwähnt, einmal Pathman Technologies, eben die Manoa-App in Deutschland
gerade ja, weiterentwickeln bzw. die Studien durchführen, damit sie dann aufgenommen werden, genau, in diese DIGA-Liste. Auf der anderen Seite Resmonix, die haben Mobile Coach genutzt, um die Datengrundlage zu haben, um jetzt einen Algorithmus zu entwickeln. Das heißt, es kann dann auch sein, dass Mobile Coach später gar nicht mehr, oder ist ja wahrscheinlich, dass Mobile Coach selber jetzt dafür gar nicht mehr eingesetzt wird, aber einfach um die Datengrundlage zu haben, also quasi Grundlagenforschung mit Mobile Coach zu machen. Und Resmonix wird sicherlich auch natürlich das Ziel haben, genau, gesundheitsrelevante kritische Zustände rechtzeitig zu erkennen im Bereich respiratorischer Krankheiten. Aber ja, da ist es noch nicht so weit. Da sind wir gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ja. Okay, danke. Gerne, ja. Vielen Dank. Andere Fragen oder Bemerkungen? Ich habe eine Frage, wie geht ihr dann um damit mit Patienten, die Angst haben, eigentlich, dass ihr so absolute Transparenz, also der gläserne Kunde ist ja dann vollkommen da, oder? Weil der Arzt oder der Betreuer weiß ja exakt, wie die Werte sind und alles. Und ich weiß von unserer Tochter, die hat Diabetes 1 und ich habe ihr mal vorgeschlagen, sie sollte doch so etwas nehmen oder benutzen. Sie hat gesagt, das würde sie nie nutzen, weil dann der Arzt ja genau immer weiß, wie ihre Werte sind. Und dann würde sie sich zu stark unter Druck gesetzt fühlen. Ja, absolut berechtigter Punkt. Ich glaube, hier spielt vor allem der Aspekt des Vertrauens und einfach die Nützlichkeit von so einem Coach einfach eine Rolle. Also wenn man einfach für sich selber entscheidet, der hilft mir jetzt nicht für mein Problem, dann ist logisch, dass sie das nicht nutzen. Die Ärztinnen und Ärzte, mit denen wir bis jetzt zu tun haben und die Mobile Coach gegenüber offen waren, da ist die Argumentation natürlich ganz anders. Die sagen dann oder erklären uns immer, ja, wir haben jetzt 20 Minuten in der Sprechstunde, da kommt der nächste Patient und ich habe eigentlich nur diese geringe Zeit, um herauszufinden, wie es ihm geht. Und deren Motivation ist natürlich dann, relevante Daten wirklich im Alltag zu erheben, damit sie ihre Sprechstunde auch effizienter machen. Und wenn sie das als Nützlichkeit den Patienten im Rahmen von der Sprechstunde so kommunizieren, sodass es auch für die Patienten irgendwie intuitiv und irgendwie absolut sinnvoll ist, weil am Ende hoffentlich möchte oder hat man doch hoffentlich das gleiche Ziel, nämlich, dass man möglichst selten ins Spital muss oder möglichst selten einfach einen Arzt wirklich persönlich sehen muss, damit man möglichst gut im Alltag allein zurechtkommt. Dann stellt sich vielleicht dann nicht mehr so sehr die Frage wird man überwacht oder nicht. Dann ist, glaube ich, eher das Hauptproblem, oh je, ich vertraue meinem Arzt nicht, was man da vielleicht auch nochmal dann besprechen sollte. Ja, ich glaube, das wäre meine erste Quick Rapid Fire Kritik zu dieser Frage. Vielleicht hätte ich noch eine zweite Frage, wenn ich darf. Ja, klar. Und zwar in der ersten Anwendung merkt, was ich spannend fand, es gab tatsächlich die zwei möglichen Beratungen oder Coaching, also das automatische Coaching und dann, wenn schlussendlich das System an einem Ende kommt, dann von Menschen übernommen. Ist dieser menschliche Coaching etwas so aufgebaut, dass es dann direkten Zugang zu den entsprechenden behandelnden Ärzten Personen gibt oder sind das spezifische Leute, die jetzt für diese Anwendung eingestellt werden und auch zusätzlich dann arbeiten? Also wenn es hierzu eine Startup gäbe, würde sie diese entsprechenden Coaches selbst einstellen oder haben sie schon irgendwie die Möglichkeit gefunden, den Draht direkt zu den Ärzten zu geben, obwohl wir ja wissen, dass Ärzte tatsächlich vielleicht nicht die Zeit haben oder nicht den Willen, jetzt plötzlich selbst Coach zu spielen, also innerhalb dieser App. Ja, also da kann man antworten, dass es technisch natürlich alles möglich ist. Wir haben in dieser Machbarkeitsstudie, da hatten wir, glaube ich, in Summe 4 oder 6 Spitäler und 2 bis 4 Lungenliga-Mitarbeiter. Also es war eigentlich ein größeres Netzwerk in der deutschsprachigen Schweiz. Und die Ärztinnen und Ärzte haben das tatsächlich gerne gemacht. Es hat auch nur 2 Minuten gedauert. Ich glaube, das ist brutal wichtig, dass es einfach nicht wahnsinnig viel Zusatzaufwand bedeutet. Wir haben das dann halt wirklich so gestaltet, dass sie kriegen eine E-Mail, können sie auf den Link klicken und können dann diese Beurteilung durchführen. Nach 2 Minuten sind sie fertig und dann das Feedback eben automatisiert schon wieder weiterleitet. Ich glaube, das ist grundsätzlich mal ganz wichtig. Wir haben erstmal nur eine Machbarkeitsstudie gemacht. Natürlich wäre das jetzt toll, wenn irgendjemand daherkommt und daraus, es war ja auch da wieder nur ein Prototyp, obwohl das natürlich, glaube ich, jetzt schon ganz gut ausschaut,
dass irgendein Unternehmen jetzt dann daherkommt, also beispielsweise, weiß nicht, die CSS zusammen mit der Lungenliga sagt, okay, lass uns jetzt einen Service aufbauen. Und wir haben auch schon unter anderem auch mit Alexander Möller diskutiert, wer das ist. Und ich glaube, die Frage ist dann, wenn man eine kritische Masse an Patienten hat, also die Lungenliga beispielsweise, Lungenliga Schweiz, so, wir haben auch die kantonalen Lungenligen. Wenn die kritische Masse an Patienten an dieses System nutzen, macht es wahrscheinlich Sinn, dass die Lungenliga Schweiz zentral den absoluten Online-Experten dann einfach einstellt, der sich zum Thema Asthma halt sehr gut auskennt, aber der dann sehr, sehr effizient die Patientinnen okay. und Patienten damit betreut. Versus man möchte dann vielleicht auch nochmal die persönliche Beziehung aus der Sprechstunde heraus, also wie wir es jetzt in der Machbarkeitsstudie auch umgesetzt haben, möchten wir quasi in die weite Welt hinaustragen, in den Alltag der Patienten. Also es hat, glaube ich, beides Vor- und Nachteile und muss dann abgewogen werden, je nachdem auch, wie viel kritische Masse man damit erreichen kann. Interessant. Danke. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir sind auch bereits um 13.56 Uhr. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Tobias, für deine Ausführung, für deine Insights, die du uns gegeben hast. Euch allen danke für die Teilnahme, für die Diskussion. Und ich weise nur noch kurz auf die nächste Reise hin, Reise 4. Da geht es um Digital Health Data. Nächster Punkt am 28. Oktober, ein Webinar mit Professor Dr. Röne Rossi von der EMPA. Da geht es darum, eben wie Daten, gesundheitsrelevante Daten erhoben werden können vom menschlichen Körper. Ja, meldet euch an, wenn ihr nicht schon angemeldet seid. Und nochmal herzlichen Dank unseren Unterstützern. Euch allen wünsche ich in erster Linie viel Gesundheit und Erfolg bei dem, was ihr tut. Schönen Nachmittag. Tschüss miteinander.